Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors Fire. Der Nick hat's gerade richtig getroffen. In dem schönen grünen Lock kommt nun ein rotes rein. Naja, ist auch nur ein Spiel. Wir werden diesen Clankrieg womöglich verlieren und haben so ein bisschen was versäumt. Also er war sehr, sehr RH8-lastig hier an der Stelle und haben oben so ein bisschen viele Sterne gelassen und auch hier unten in dem Bereich. Also da kriege ich eigentlich immer so ein bisschen die Krise. Denn hier unten haben wir eigentlich noch einen RH8. Der könnte die unteren beiden machen. Die sind wirklich, denke ich mal, nicht so super stark. Deswegen werde ich jetzt mit dem Chief Barfuß hier einen Live-Angriff machen und danach mache ich noch zwei 9er Live-Angriffe. Also ich komme im Moment nicht dazu, irgendwo was so am Stück aufzunehmen, sondern muss das so ein bisschen stückeln und ich hoffe, die Live-Angriffe gefallen euch trotzdem von mir. Und ja, ich muss dazu sagen, ich lehne ja auch hier immer ab. Und dann denke ich immer, ah, wieder ein Abonnent weniger. Ja, so nach dem Motto, ah, Thorsten nimmt mich nicht. Dann hat er mein Abo auch nicht verdient. Ich hoffe, das ist nicht so. Ich hoffe, ihr guckt trotzdem noch immer noch gerne meine Folgen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich nehme diese hier und noch nicht die letzte Base. Vielleicht kommt der Hawk ja noch online. Ich weiß es nur nicht. Und ich muss aber jetzt innerhalb der nächsten Stunde auch zwei RH9-Angriffe machen. Deswegen denke ich, machen wir erstmal diesen hier. Ihr kennt meine Armee. Ihr wisst, mit was ich immer angreife. Und ich würde sagen, wir attacken auch gleich. Ich habe 5 Hawks in der Clanburg. Habe natürlich wieder einen Go-Hawk ausgebildet. Und dann gehen wir einfach mal rein. Live hier. Ich hoffe, die Stimmqualität ist auch in Ordnung, denn ich muss immer so ein bisschen so seitlich ins Mikro sprechen. Irgendwie muss ich auch mal die Position des Mikros, ja, vielleicht muss ich sie mal verändern. Muss ich mal schauen. Aber ich denke mal, ich lege hier jetzt blind, relativ blind los. Oh, was kommt denn da alles raus? Ach, herrje, Valkyren. Valkyren kommen hier raus. Okay. Die muss ich natürlich schon mal ein bisschen härter giften hier. Denn die tun mir an der Stelle ja richtig mal so richtig weh. Ah, shit. Okay, da muss ich jetzt leider mal mit meinem King, glaube ich, ran. Und damit die in jedem Fall hier sterben. Ich habe mir den Vorkampf nicht angeschaut. Ich weiß also nicht, was hier letztendlich in der Clanburg ist. Und aber dann müssen wir einfach mal ein bisschen improvisieren hier. Ja, wir müssen einfach mal improvisieren und jetzt mal irgendwie in diese Base reinkommen. Eigentlich wollte ich von der Stelle gar nicht reinkommen, aber ist jetzt nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm hier, da müssen es jetzt meine Magier und meine Golems hier richten. Und natürlich meine Hog Rider. So, dann schicke ich hier jetzt mal die nächste Armada rein. Mal sehen, ob die, ja, die werden nicht zusammenreiten, aber die anderen sind natürlich maxed out. Also ein bisschen länger werden die sicherlich schon halten. Zweiten Heil hier geworfen. Und ja, da ist jetzt ein bisschen zu viel Beschuss, aber es geht noch ein bisschen, tanken die Golems noch. Cleanup habe ich ganz gut in der Base, sehe ich gerade. Das sieht an der Stelle noch ganz gut aus. Und ich denke, ich schmeiße jetzt meinen Heil genau da, dass die ganzen Hog Rider hier nochmal durchreiten, bevor sie jetzt zum Magierturm kommen. Und erstmal einen Bogenschützenturm wegmachen. Jetzt fliegen wahrscheinlich sowieso noch ein paar weg. Habe ich ja gesagt, fliegen noch ein paar weg. Und dann haben wir hier jetzt aber schon reichlich Cleanup mit den Hog Ridern, den Magiern und den Golems. Okay, das sieht aber ganz gut aus. Ja, ich hoffe, die Live-Action hier gefällt euch trotzdem. Also wie gesagt, ich komme im Moment nicht dazu, mir mal am Stück irgendwas anzugucken, um mal so eine längere Folge oder überhaupt eine am Stück Folge zu machen. Ich bin im Moment arbeitsmäßig sehr, sehr eingespannt und auch dementsprechend überhaupt nicht lange zu Hause. Also wenn ich dann abends nach Hause komme um 7, 8, dann setze ich mich ja meistens noch hin, nehme irgendwas auf. Und da ich ja immer sehr, sehr kriegsnah etwas aufnehme, ist es natürlich, ja, ich finde das in Ordnung, wenn wir das hier live machen. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber auch nach wie vor RH8, RH9, da zeige ich ja viel zu wenig live. Also könnte eigentlich viel, viel mehr hier zeigen. Aber hier haben wir schon mal 100% geholt, also 3 Sterne. Und ich wechsle jetzt auch direkt auf den Account von dem Donnerbengel, denn jetzt muss ich mal eben schauen.
Welchen wollte ich denn eigentlich zuerst machen? Ja, ich gehe davon aus, dass Schulte noch angreift. Und ich muss jetzt eben mal gucken, wen ich als erstes machen wollte. War es die 10 oder die 8? Ne, die war es nicht hier. Den mache ich als zweites mit dem Golaloon. Und dann ist es hier die 8, die will ich mit dem Gohawk machen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich mache sie einfach. Und ich würde sagen, ich wechsle jetzt eben mal auf den anderen Account. Und dann schauen wir mal, dass wir hier auch einen R9 mit annehmen. Ach, falscher Account. Nicht Buffy Barfuß, okay. Scheiße. So, da ist er, der Offikel Basti. Den nehmen wir hier. Und in den wechseln wir jetzt mal rein. Der hat nämlich auch schon Truppen fertig, also ich muss die Angriffe ja jetzt auch ein bisschen zeitnah machen. Der ist auch noch am Bauen, glaube ich. Was die Truppen angeht für den zweiten Angriff, für den ersten Angriff meine ich, hätte ich jetzt die Truppen beisammen. Ich muss mal eben schauen. Da habe ich für den ersten Angriff habe ich die Truppen beisammen. Jetzt muss ich eben mal gucken, wer hier angreift. Ah, es ist der To. Der To geht noch auf die 5, okay. Das ist super. Dann kann ich im ersten Schwung hier die 8 machen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich sie mache, aber ich habe mir gedacht, ich komme hier über die Front der Queen hier rein. Ja, über diese Front hier. Und ich gucke mal, ja, wie mir das gelingt oder wie mir das nicht gelingt. Mal schauen. Ich habe die Angriffe vorher auch nicht gesehen. Also wie gesagt, ich habe im Moment wirklich, wirklich wenig Zeit, um überhaupt etwas zu machen hier. Und deswegen setzen wir hier einfach mal unsere Truppen rein. So, da gehen die Golems schon mal so ein bisschen los. Und wie ich es mir erhofft habe, kommt auch schön die Queen mit dazu. Und dann setze ich jetzt mal meine Mauerbrecher. Mal sehen, wie die durchgehen. Und auch die Queen. So, die Mauerbrecher sind die eigentlich durchgegangen? Ah ja, ach scheiße, die sind ja durchgegangen. Habe ich nicht gesehen jetzt in der Hektik. Mist. Okay, dann muss ich jetzt hier mal Gift, Gift, Gift. Mal so ein bisschen raufgiften. Oh, oh, oh. Der King darf mir nicht sterben hier. Eieiei. Okay, dann hauen wir hier mal jetzt die Hawks rein. Mal sehen, wie die so gehen. Ah, der König ist mir natürlich jetzt schon gestorben an der Stelle. Das ist ein bisschen doof. Aber mal sehen, wie es hier jetzt überhaupt so weitergeht. Ein bisschen Clean-up kann ich ja schon mal schicken hier in die Base rein. Und jetzt ist da hinten natürlich der King, so ein Mist. Und der kann mir das Leben natürlich jetzt ziemlich schwer machen. Und noch so ein paar Skelette auch. Eieiei. Da muss ich hier, den Heil werfen, sonst wird das nichts. Die Queen ist da hinten noch am Start, aber ich habe es jetzt natürlich schon gezündet. Die Bowler sind hier unten, okay. Die machen so ein bisschen Clean-up. Und jetzt ist die letzte Defense, na komm, letzte Defense ist down, jawohl. King geht jetzt auch down. Die Skelette, ah. Ich brauche die Hawks noch für ein Clean-up unbedingt. Und die machen die Skelette, okay. Ja, jetzt liegt es eigentlich nur an der Zeit. Denn die Base ist down. Und dass wir hier zumindest den 3-Sterner holen. Aber das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ja, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. 1 Minute 17. Ich nehme mal an, dass die Queen noch in irgendeine Falle tapst. Und, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Ich glaube, das ist in Ordnung. Der Angriff hier ist mir auch gelungen. Und ja, ich denke mal, ich kann es nicht sagen. Ich denke, wir werden verlieren. Ich weiß nicht, wie der Tor jetzt abgeschnitten hat. Da haben wir die 100% auch im zweiten Angriff hier. Also, ja, läuft zumindest bei mir. Ich habe jetzt aber auch extrem lange gewartet hier mit meinen Angriffen. Und jetzt steht es 47. Also der Tor hat keinen Stern mehr, so wie ich das jetzt gerade sehe, dazu geholt. 79%, ja. Okay. Ich hatte ja gesagt, im zweiten Wurf nehme ich mir den 10er hier vor. Ich gucke jetzt mal gerade, der Keep Keim, 99%. Alter, was ist das denn? Was machst denn du? Gucken wir uns mal die Wiederholung an, damit ich in etwa weiß, wo ich so liege. Ah, okay. Drachen und Loons, aber sieht eigentlich gut aus von der Armee aus. Finde ich eigentlich immer in Ordnung. RH9 mit noch nicht so hohen Helden, also 10er Helden hier. Das ist eine gute Angriffstaktik. Loons und Drachen zu nehmen, die Drachen auf 4 hier in die Base. Ah, es ist schwierig, aber 99%, da gucken wir jetzt mal an, was er dann überhaupt stehen lassen hat. Wahrscheinlich das Rathaus. Ich weiß es nicht, aber ist, also ich nenne es nicht grenzwertig. Der Angriff war sicherlich gut, sonst wären es keine 99% gewesen. Aber wir gucken mal, was er offen gelassen hat. Und die gegnerischen Helden sind natürlich auch nicht so stark. Also so eine Dreier-Queen, ja, die macht jetzt auch nicht so den fürchterlichen Schaden hier in der Mitte. Aber die entkernte auch ganz gut, aber
Es muss ja an irgendwas gelegen haben, dass es keine 3 Sterne wurden. Ja, und wie ich es vermutet habe, er lässt wahrscheinlich das Rathaus stehen. Hat jetzt noch unten relativ viele Drachen. Und, eieiei, okay. Schade, Mensch. Spule ich mal eben vor. Dann weiß ich zumindest, wo ich dran bin. Aber ich will das Ding, also das Ding hier, diese Base hier, will ich sowieso mit dem Golaloon machen. Über die Queen-Seite, das heißt hier also über diese Lager, über den Feger. Und dann von der anderen Seite absolut mit Loons und den Lava-Hunden reinkommen. Ich denke mal, ja, vielleicht gelingt es mir auch. Eigentlich müsste es mir gelingen. Die Base ist jetzt noch nicht so stark. Auch mit den Magiertürmen nicht und mit der Queen sowieso nicht. Also mal gucken. Wir wissen jetzt, was in der Clanburg ist. Die werden wir mit nur einem Gift machen müssen. Mal gucken, dass die Queen hier wirklich gut rennt. Und vielleicht nehme ich auch 2 Gift. Ich weiß es noch nicht. Kann auch mal umbauen. Aber er hat hier... Ah, oh, schade. Mann. Ah, oh, so ein guter Angriff. Und dann so ein schlechtes Ende. Schade, schade. Keep calm. Hast du echt gut gemacht. An der Stelle muss man ja auch mal sagen, ne? Hat er nur ein bisschen Pech gehabt. Am Ende noch die Riesenbombe. Okay. Und dann war es... Ah, es war die Zeit. Guck mal. Oh, nee. Wie? Och, schade. Das ist... Also, ja, ich weiß auch nicht. Dann schmeißt das Tablet, glaube ich, immer weg. Oder das Handy auf den Boden. Also, ich bilde hier jetzt eben mal aus und fordere, glaube ich, jetzt eben mal Bola. Nur Bola, würde ich sagen, zu dieser Truppe hier. Sind immer noch gut. Man kann auch was anderes nehmen. Man kann auch einen Hund nehmen oder noch ein paar Loons mit rein. Aber ich denke mal, das machen wir erstmal so. Und ich habe 3, ja, es ist grenzwertig. Ich mache mal schon mal ein Gift. Und ich mache schon mal ein Gift. Trainiere aber schon mal so ein paar Truppis nach hier. Sodass ich schon mal so ein bisschen was habe. Ob ich dann eine Hox hinterlege oder was anderes, das weiß ich noch nicht. Ich denke mal, wir machen kurz einen Cut und machen unseren 3. Angriff hier. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Ja, ich habe ja eben gesagt, mein Mikro, ich hoffe, das ist euch nicht zu leise. Also ich habe hier zwar ein Studio-Mikro, allerdings ein ganz, ganz billiges. Das hat also keine riesengroße Membran. Ich habe damals gedacht, ich baue nur ein ganz billiges, was eine kleine Membran hat. Und in dieses Mikro muss ich auch relativ gerade reinsprechen. Vielleicht ist mal an der Zeit, sich einfach mal ein neues Mikro zu kaufen. Also so ein Rode N8T1 oder wie es so heißt, ist das sicherlich netter. Aber ich denke... Ihr werdet mich trotzdem verstehen, ich schwenke jetzt kurz mal ins Nachtdorf, denn ganz, ganz witzig ist natürlich an der Stelle, kurz mal, um abzuschweifen, die Top-Player hier, also der Top-Player im Moment in seinem Nachtdorf, wir gucken uns hier mal an, also in Taiwan, schlägt die Zeit auf jeden Fall schneller, denn der ist maxed, ja, also maxed out, Builder Hall, 7, außer Riesen hat er noch vor sich und noch die Hexen, aber ich denke mal, die Zeit geht so schnell rum in Taiwan, aber eigentlich wollte ich gar nicht darauf hinaus, sondern guckt euch mal die Homebase an. Ja, und der ist in Titan. Ist das krass oder was? Ist also scheinbar schon ein guter Angreifer. Ich denke mal, toller Account hier, 277 gewonnene CK-Sterne, da geht was. Okay, aber wo auch was geht, ist natürlich bei uns. Wir wollen jetzt einen 2. Angriff machen hier mit dem Bengel-Account und Helden sind immer noch nicht wach. Na, komm. King, 22 Sekunden noch, ja. Eieiei, mal sehen, ob das was wird hier. Ich weiß auch nicht, ob der Schulte hier bei uns im Team überhaupt noch angreift. Ich will jetzt gar nicht reingucken, um mich vor... Ich gucke trotzdem mal rein, Mann. Also so, ich gucke immer mal wieder rein. Was machen die Leute eigentlich? Oh, ich meine, man kann es ja anhand der Lager deuten. Schulte war online, ja, 2297. Also die hat er eben mal vor einer Stunde oder so, hat er die mal geleert. Und ich weiß aber nicht, ob er noch angreift, aber ich werde jetzt meinen Angriff mal machen. Und gehe noch mal kurz in mich. Sind jetzt alle da? Ja. Alle sind da. Ich habe Bola. Ich habe jetzt tatsächlich 3 Eilzauber ausgebildet. Ich habe zwar noch einen Giftzauber im Petto, aber den hätte ich nur genommen, wenn ich keine Bola gehabt hätte. Und ihr könnt das hier sehen. Ich war eben mal kurz in Tuvoyas 1, hat mir ein paar Bola abgeholt. Weil ich hier keine gekriegt habe, also RH10, RH11, darf hier gerne in diesen Clan hier rein. Und denn uns fehlen hier, ja, uns fehlen an der Stelle, denke ich mal, der ein oder andere Spender-Account. Aber wir wollen jetzt angreifen. Okay, da sind wir. Wir scouten nochmal und dann hauen wir aber rein. Ich denke mal wir gehen über die Queen-Seite, hatte ich ja schon angedroht. Und dann machen wir es auch.
Schau mal. Also, hier ist die Queen. Ja, ich möchte natürlich nicht, dass meine Golems zu dieser offenstehenden Kanone da gehen. Deswegen setze ich erstmal ganz vorsichtig, denke ich mal, hier einen hin. Mal sehen, wo der hingeht. Ja, der geht schon mal ganz gut. Und wir setzen da einen hin. Der geht auch gut. So. Dann die Mauerbrecher hier von Front rein, denke ich mal. Das ist ganz gut. Ist mir auch gelungen. Dann springen wir hier, da springen wir rein. Und damit das alles ein bisschen zügiger geht, Bowler noch hinterher. So, jetzt muss ich giften. Jetzt muss ich gut giften und hier meine Truppen mal so ein bisschen in Wut versetzen. Ja, das sieht ganz gut aus, denke ich mal. Ich komme richtig gut in die Mitte rein. Also da machen sich gute Helden schon bezahlt. Ihr seht das hier, also der King prügelt jetzt hier die Mitte kaputt. Und ich denke mal, ich kann jetzt schon mit meinen Loons hier rauskommen. Die setze ich extra ein bisschen eher. Denn die Lava-Hunde überholen in jedem Fall hier die Loons. Und zweimal jetzt den Eilzauber geworfen. Mal sehen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus hier. Wo kann ich jetzt noch Heil gebrauchen? Ich denke mal hier. Wir nehmen den Heil einfach da. Und nehmen hier auch nochmal den Eilzauber. Ja, die Base war jetzt... Ja, ich will jetzt nicht sagen, sie war jetzt nicht so schwer. Aber ich denke mal, es ist nicht mal einer meiner Lava-Hunde gestorben. Okay. Dann, dann habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht, alles richtig geplant. Schade, dass die jetzt nicht aufgegangen sind. Dann hätte ich wenigstens ein paar Welpen in der Base. Aber ich zünde jetzt mal die Bogenschützenkönigin. Dann habe ich noch mal ein paar. Es ist ja immer so. Du zündest die und dann rennen die in irgendeine Bombe. Also für die kleinen Bogenschützinnen, die hier jetzt rauskamen, haben die kleinen Minibomben auch gereicht. Aber ich denke, 1,26, das ist deutlich. Das sind auf jeden Fall 3 Sterne für mich. Ja. Okay, hat letztendlich, ich weiß nicht, ob es uns noch hilft. Es sind jetzt noch 49 Sterne, ich denke mal, nach oben. Es wird schon sehr, sehr schwer. Wenn wir jetzt noch den unteren holen würden, dann müsste Schulte jetzt oben schon irgendwo leere Bases dreiern. Wir haben keine offenen Bases hier mehr und ich glaube, viel mehr Angriffe haben wir auch nicht an der Stelle. Nee, 2 offene da, 2 offene da. Schade. Okay, das soll es erstmal gewesen sein von mir. Ich hoffe, ihr seid mir nicht so sauer, dass ich nur Live-CK-Angriffe oder fast nur Live-CK-Angriffe gemacht habe. Und wir sehen uns ja die nächsten Tage sowieso wieder. Also bis dahin, euer Toto. Läscht.